Und damit ein herzliches Willkommen hier an diesem verschneiten Tag zum Aufeinandertreffen von dem 1. FC Union Berlin gegen DSC Arminia Bielefeld, Spieltag 23 der 2. Bundesliga. Wolf Fuß und Frank Buschmann hocken noch in Japan, da ich ihnen die Reisepässe geklaut habe und sie nicht zurückreisen können. Ha, ha, ha. Ich bin ein böses Genie. Ja, Ken Reichel ist im Fokus. Ja, zuletzt hat Bielefeld ja das Spiel verloren. Wo sich aber jetzt ganz, ganz dringend etwas ändern muss. Könnt ihr mal entscheiden, wo ihr hinspielt? Passen wir von drei Leuten eingekreist. Das ist sehr intelligent. Oh, gelb für Tom Schütz. Das darf doch nicht wahr sein. Ah, geht vorbei, geht vorbei. Ne, 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 ne. Bäh. So, lauf! Boah, das kann man aber auch pfeifen! Ganz ehrlich, also das konnte man ja wirklich. Darf ich davon nochmal eine Wiederholung sehen? Nein, darf ich nicht, okay. Ich weiß nicht mal, wo der Ball gewesen sein soll. Oh, jetzt kommt der Gegenangriff. Oh, 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 oh. Nee, kommt er nicht. Doch, Mann! Schnell, die Berliner! Die alten Brötchen. Und dann auch noch ein Fehlpass. So kurz vorm... Aber ernsthaft. Bielefeld, was tut ihr da? I don't understanding. Ach, das hätte man jetzt auch vorhin schon so einen schönen Pass in freien Raum. Aber wenn die Herrn Kollegen meinen, nein, nein, nein. Komm, hau rein. Ist dem bewusst, dass wir Tore schießen müssen? Einwurf für die Arminia. Fehlpass. Also die Fehlerquote, die ist kontinuierlich steigen. Immerhin, ich habe eine Ecke rausgeholt. Und flupp. Oh, erfolgreiche Flanke. So aus der Luft wieder zurück. Hier nochmal so. Bom. Ja, der ist aufgesetzt. Also wäre das jetzt ein Tor geworden, das hätte was gehabt. Gott, nicht hin und her passen, nach vorne, 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 vorne. Los, du Hampelheini. Echt richtiges Ampelmännchen. Ich sag schon nichts mehr dazu. Ich sag dazu nichts. Ah,
Hallo, einer von den Arminen mal bitte zur Information. Dabei möchte aus dem Spieleparadies abgeholt werden. Gott nochmal. Jopp. Sehe schon, Bielefeld kriegt hier Chance um Chance um Chance. Aber es wird nicht genutzt. Okay, deiner. Tut mir leid, es fällt mir einfach zu dieser grandiosen Champions League würdigen Leistung fällt mir nichts mehr ein. Nochmal, wollt ihr das Unentschieden saven oder was? Hallo, ich spiele auch noch mit. Abseits. Der hätte viel früher spielen müssen. Viel, viel früher. Guck mal, da habe ich schon angezeigt. Ah. Okay, ich hätte wahrscheinlich 10 Sekunden früher anzeigen sollen. Ah. Böse Flüche. Da erobert man... Was heißt hier schlechtes Timing? Ich hab den Ball abgeluchst. Aber gut rausgespielt, gut rausgespielt. Na, ah. Nee, war keine schwache Flanke. Der Typ da hat einfach nur nix in die Sprunggelenke. Wenn er nicht springen kann, ist das doch nicht mein Problem. Sondern Sprungtraining machen. Halbzeit? Ende? Ich weiß nicht, ich bin hier so am Rumfluchen, die kriege ich schon gar nichts mehr mit. Halbzeit, okay, Darmstadt, Dresden 1:1. Ja, hier steht es 0:0. Jo, mit deinen Querpässen hast du den Ball viel zu oft hergeschenkt. Pässe lassen sich nicht erzwingen. What? Weil ich einmal den Ball verloren habe. Ein einziges Mal. Stell dir mal Hals über Kopf in Zweikämpfe drei Kontrahenten ab. Deine Flanken sind schwach. Eine schwache Flanke hatte ich. Eine einzige. Und dann sagt der Trainer direkt, deine Flanken sind scheiße. Ja, nee, ist klar. Also ich weiß nicht, was das Spiel hier für ein... Was es sich gerade für Fußballspiel anguckt, aber dieses Jahr anscheinend nicht. Na geht doch. Es geht doch, es geht doch. Endlich, wer war es? Manuel Pritel? Und sogar mit seinem allerersten Tor. Gratulation, Gratulation. Oh, that's nice, that's nice. That's shit, that's shit. Ja, das war jetzt bäh. Und was das werden sollte, weiß ich auch noch nicht. Oh, Mann, Mann, Mann. Eine für die Arminia aus Bielefeld. Da wird wieder gewechselt. Oh, Pritel geht. Für Christiansen.
Das war ein schönes Tor. Das müsste, glaube ich, Vogelsammer gewesen sein. Oder? Weihrauch. Nein, ich bin mir sicher, es war Weihrauch. Außerdem stand es gerade auch hinten auf dem Trikot. Ich muss auch noch irgendwie einen Scorerpunkt machen oder selbst ein Tor schießen. Klasse Zweikampf. Nein! Was? Warum? Das ist schon wieder dieser komische Ayopai, der nicht springen kann. Mann, das war so eine gute Flanke. Schwache Flanke, schwache Flanke. Mein Arschflache Schwanke. Flanke. Ich habe Schwanke gesagt, oder? Wahrscheinlich, was ich vor 3 Sekunden gesagt habe. Sinn befreiend. Nee, 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 Bielefeld, was macht ihr mit mir? Muss ich sogar schon gehen, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich schüttel gerade mit dem Kopf. So ein Fehlpass. Geht ja mal gar nicht. Egal, wir führen 2-0 und das ist erstmal alles, was zählt. Und ich meine, Union Berlin steht auch in der Tabelle vor uns. Was relativ gut ist, weil wir dann halt, ne, Plätze gut machen. Okay, Owusu geht. Ne, Klos kommt. Ich hoffe, der kann springen. Oha. Da, der Torwart von den Gegnern kann auf jeden Fall springen. Hm. Oh. Bielefeld macht immer mehr und mehr Fehler. Wo ist die Bielefelder Mannschaft, die ich noch am Anfang kannte? Also im Sinne von, die beim Turnier gewonnen hat. Teilweise sogar mit 7-0. Nee, papplapapp, was laber ich da für Scheiße? Und Ecke. Zieh vorbei, der hat nicht einmal aufs Tor geschossen. Aber egal. Komisch, da steht aber dann nirgendwo. Das war aber eine sehr schwache Flanke. Und ja, ich bin deswegen pissig. Und ja, ich reg mich über so einen Mist auf. Wenn man sonst nichts hat im Leben, worüber man sich aufregen kann. So, immerhin, ich habe Freistoß rausgeholt. Gottes Willen. Wo will denn? Ja, schlechte Stellungsspiel, Herr Gott, ich habe gerade geschlafen. Und nach so scheiße geschlafen, oder besser gesagt, wenig.
Ja Gott, jetzt wirf endlich ein. Und dieses Rumschauspielern dabei ist ja schrecklich. Nur hätte man auch pfeifen können. Der hat ihn ja voll umgerempelt. Okay, der Pass war Mist. Der Zweikampf war gut. Weil die sind. Alter, was haben wir das denn für ein Schluss jetzt gerade für eine Aktion? Egal, wir haben gewonnen. 2 zu 0. Arminia gewinnt 2 zu 0. 2 zu 0. 2 zu 0. Oh, oh. Ja, das war's auch für diesen Spieltag. Schaltet doch auch beim nächsten Spieltag wieder ein, wenn wir mit Arminia Bielefeld versuchen, die zweite Liga zu rocken. Bis dahin, auf Wiedersehen, gestaut.